Dark Romans, Lover's Favorite Deduction Game. Ein viktorianisches Storytelling-Deduktionsspiel für zwei Spieler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Graf Michael und es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, euch die feinen Regeln dieses außergewöhnlichen Spiels Dark Romans heute beizubringen. Zu Beginn des Spiels bekommst du einen von 9 möglichen Charakteren zugewiesen. Du bist dann vielleicht eine charmante Gräfin oder ein zwielichtiger Graf mit einem dunklen Geheimnis. Ihr könnt euch Dark Romans als das Tinder-Pardon des 19. Jahrhunderts vorstellen. Euer Ziel? Mit spitzen Fingern und scharfem Verstand versucht ihr euer Gegenüber zu umgarnen. Vielleicht in der Hoffnung auf das ultimative Match und vielleicht die große Liebe. Aber Vorsicht vor den Casanovas des 19. Jahrhunderts, den Heiratsschwindlern und den Vampiren, die eben nicht auf der Suche nach der wahren Liebe sind, sondern vielmehr nach deinem Reichtum oder schlimmer noch, nach deinem Blut. Ziel des Spiels. Das Ziel des Spiels ist es zu erkennen, welche geheime Rolle dein Gegenüber hat und entsprechend die Münzen in die Mitte des Spielbretts zu bewegen, so dass du gewinnst. Dabei möchtest du möglichst deine eigene Rolle geheim halten, damit natürlich dein Gegenüber dich nicht durchschauen kann. Ihr spielt aber nicht immer gegeneinander. Findest du heraus, dass dein Gegenüber dir wohlgesonnen ist, dann müsst ihr zusammenarbeiten, damit aus dieser Beziehung die große Liebe wird. Und wer weiß, vielleicht am Ende sogar die Hochzeitsglocken läuten. Die 5 Facetten eurer Beziehung. Auf dem Spielbrett sind die 5 Facetten eurer Beziehung abgebildet. Romantik, Zurückweisung, Manipulation, Risikofreude und Besessenheit. In eurer Kennenlernphase werdet ihr Runde für Runde auf Dates ausgehen und die Münzen entsprechend in die Mitte des Spielbretts rücken. Sobald nach einem Zug eine Münze in der Mitte ist, endet das Spiel und vielleicht auch eure Beziehung. Am Ende des Spiels offenbaren sich die Spieler dann gegenseitig ihre geheimen Rollen und prüfen auf dem Übersichtstableau, wer gewonnen hat. Wie das genau geht, erkläre ich dann später. Aber in vielen Fällen ist das so, dass die Grafen die Romantik, die Dämonenjäger die Risikofreude, die Schwindler die Manipulation und die Vampire die Besessenheit möglichst in der Mitte haben wollen. Die Kennenlernphase und eure Dates. Runde für Runde werdet ihr euch gegenseitig auf Dates und Aktivitäten einladen, so dass ihr euch Stück für Stück besser kennenlernt. Jede Runde läuft wie folgt ab. Du ziehst 2 Szenekarten und schaust sie dir geheim an. Eine Karte wirfst du dann verdeckt ab und die andere präsentierst du deinem Herzensmensch. Das ist quasi die Aktivität für dein nächstes Date. Erzähle nun eine kleine Geschichte zu dieser Szenekarte. Beschreibe, warum du genau diese Aktivität mit deinem Gegenüber machen möchtest und wieso es euer Kennenlernen begünstigt. Und erzähle deinem Gegenüber ruhig, was genau du für eine obszöne Bitte hast. Dein Gegenüber muss nun entscheiden, wie sie darauf reagiert. Sie kann die Symbole auf der linken oder auf der rechten Seite der Karte wählen. Anhand der Symbole werden dann die Münzen entsprechend auf das Spielbrett in die Mitte gezogen. Dann lässt sich dein Gegenüber ebenfalls dazu eine kleine Geschichte einfallen und erklärt zum Beispiel, warum sie gerade jetzt in diesem Moment deiner obszönen Bitte nicht nachgehen kann. Und dann zieht sie entsprechend ihre Entscheidung, die Münzen einen Schritt vorwärts in die Mitte. In diesem Fall lässt sich dein Gegenüber nach etwas hin und her auf dein Spielchen ein und schiebt die Risikofreude, also die Armbrust, einen Schritt weiter in die Mitte. Vielleicht ist sie eine Dämonenjägerin, aber vielleicht blufft sie an dieser Stelle auch nur. Du solltest genau beobachten, wie dein Herzensmensch auf deine Karten reagiert, denn so kannst du herausfinden, welchen Charakter sie gezogen hat. Im nächsten Zug ist nun dein Herzensmensch dran. Jetzt muss sie sich überlegen, wie sich euer Kennenlernen weiter ausgestaltet. Dazu zieht sie auch 2 Karten. Eine davon schmeißt sie weg und die andere präsentiert sie dir. Und jetzt darfst du entscheiden, welche Symbole du auf dem Spielbrett nach vorne ziehen möchtest. Die linke oder die rechte Seite der Szenenkarte. Diese Schritte wiederholt ihr dann Runde für Runde, bis letztendlich
eine Münze in die Mitte gezogen wird. Steckst du in der Klemme? Dann hole dir Rat bei einem Höfling. Wenn die Situation eskaliert und du nicht mehr weißt, wie du dich aus dieser Affäre ziehen sollst, kannst du einmal in deinem Zug einen Höfling besuchen und dessen Fähigkeit benutzen. Zum Beispiel lässt dich der Mönch zwei neue Seelenkarten ziehen, für den Fall, dass dir die gezogenen Karten nicht gefallen. Oder du zum Beispiel Angst vor Pferden hast und somit die Kutschfahrt oder der Ausritt bei Sonnenuntergang für dich nun wirklich keine validen Optionen sind. Die Zofe, der Gastwirt und der Medikus können zum Beispiel auch helfen, bestimmte Münzen schneller in die Mitte des Spielbretts zu schieben, um so deinen Gegenüber voreilig dazu zu zwingen, den manipulativen Ehevertrag zu unterschreiben, damit ihr Wohlstand und Erbe endlich auf dich überschrieben werden. Aber Achtung, die Gunst der Höflinge ist nicht kostenlos. Um mit einem Höfling zu sprechen, musst du eine bestimmte Kombination aus Worte, Taten und Gefühlssymbole bezahlen. Diese bezahlst du von deinem abgelegten Szenekarten und verdeckst jeweils das entsprechende Symbol. Der Gastwirt ist zum Beispiel besonders neugierig. Ihn musst du mit Geschichten bezahlen und dafür dreimal das Symbol Gefühle abdecken. Aber Achtung, du kannst pro Zug nur einen Höfling besuchen. Spielende, ihr seid nun verheiratet. Oder Moment, vielleicht auch doch nicht. Das Spiel endet, sobald am Ende eines Zuges sich mindestens eine Münze in dem Kreis in der Mitte des Spielbretts befindet. Es ist nun an der Zeit, euch die Wahrheit zu sagen. Ihr müsst eure dunkelsten Geheimnisse auspacken. Und ihr seht, ob ihr jetzt glücklich verheiratet seid. Oder ob du aus Versehen dein Gegenüber vergiftet hast. Jetzt kommt's zum Showdown. Gleichzeitig deckt ihr nun eure Geheimcharakterkarten auf und schaut auf dem Übersichtstableau nach, wer von euch gewonnen hat. Dafür schaust du auf der linken Seite des Übersichtstableaus in die Zeile deines Charakters und gehst dann nach rechts bis zur Spalte des Charakters von deinem Gegenüber. Dort findest du das Symbol, welches du benötigst, um zu gewinnen. Bist du zum Beispiel ein Schwindler und dein Gegenüber ist eine Gräfin, so brauchst du die Manipulationsmünze in der Mitte für deinen Sieg. Hast du es geschafft, dann hast du die Gräfin geheiratet und dir erfolgreich deinen Adelstitel angeheiratet. Herzlichen Glückwunsch! Liegt aber die Zurückweisung in der Mitte, dann hat die Gräfin leider gewonnen. Sie hat die Gefahr rechtzeitig erkannt und die Beziehung beendet, noch bevor du deinen manipulativen Plan vollziehen konntest. Schade eigentlich. Aber vielleicht klappt es mit dem Gaslighting beim nächsten Mal. Ich wünsche dir viel Erfolg. Für den Fall, dass die Münze in der Mitte niemandem zum Sieg verhilft, dann entfernst du die Münze vom Spielbrett und siehst nach, welches der anderen Münzen die nächste zur Mitte ist. Werte dann das Ergebnis mit dieser Münze aus. Die große Liebe. Ihr spielt nicht immer gegeneinander. Habt ihr zu Spielbeginn zum Beispiel Schwindler und Schwindlerin gezogen, dann spielt ihr zusammen und ihr wollt eure manipulative Energie bündeln. In diesem Fall könnt ihr gemeinsam gewinnen, indem ihr die Romantikmünze in die Mitte zieht und somit heiratet. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Das waren die grundlegenden Regeln zu Dark Romance. Mit diesem Wissen seid ihr nun bereit, eure eigenen romantischen Eskapaden zu erleben. Aber rather safe than sorry. Lasst auf jeden Fall einen Anwalt eures Vertrauens über den Ehevertrag lesen, bevor ihr irgendwas unterschreibt. Kannst du die wahre Liebe von der besitzergreifenden Manipulation unterscheiden? Bist du die Beute oder bist du das Raubtier?